Willkommen zu einer neuen Runde Ostre vom lieben Jefeni. Mal wieder Grüße in die Ukraine. Dankeschön für dieses geile Spiel. Wir gehen auf die zweite Geschwindigkeitsstufe und lassen die hier mal ein bisschen rödeln. Ein bisschen genießen wollen wir es ja noch. Wir wollen ja hier nicht nur in der dritten Stufe spielen. Hier wird das nächste Haus gebaut. Hier wird das nächste Haus gebaut. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Wir haben noch ungenutzte Stellen, jawohl. Mittlerweile müssen wir sie nicht mehr hin und her schieben, ist egal. Thatchery nicht unbedingt. Ich möchte aber den Thatch hier haben, 8 von 20. Hier brauchen wir auch noch Leute. Ich hoffe mal, das regeln die dann im Winter. Jetzt habe ich ja endlich mal begriffen, dass wir das alles hierher bringen müssen, dass die im Handelsposten nur von hier ziehen. Ich dachte, was hier rumliegt, wird auch gleich mitverkauft, aber dann hätten wir nicht mehr so viele Potatoes. Genau. Was hier drin rumliegt, ist mir auch ein bisschen derb wenig. Reicht das über ein ganzes Jahr? Weiß das irgendjemand? Was? Ist das nicht Reichtum? Das steigt doch aber. Das ist ja cool. Wenn denen ihr Reichtum steigt, könnt ihr sich mehr leisten. Hier bleibt's gleich. Was ging gerade runter? Warum? Unemployed. Unemployed. 72. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Geld, 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 Geld. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Jawohl. Aha. Bei meiner ersten Testrunde war ich pleite. Aber wie gesagt, habe ich vieles auch nicht verstanden. Was ich in der zweiten Runde so ein bisschen, oder in der ersten richtigen Runde, ich bin ja auch wirklich nicht weit gekommen. Ich habe dort viel in einer dreifachen Geschwindigkeit gespielt, um auszutesten, mir das alles anzugucken. Wenn du, ich sag mal, zu langsam baust, ist das ruckzuck hier oben weg. Und selbst das. Aber für einen Juli ist schon... Ach, hier nehmen wir ein bisschen was ein und hier gehen wir ein bisschen was aus. Ich verstehe es immer noch nicht so richtig, wie es läuft. Ist aber schon mal schön, dass es läuft. Jetzt müssen wir die hier nur noch in Arbeit kriegen. Laborer, jawohl. Aha. Sie sitzt rum, kriegt damit kein Gehalt, kein Geld. Fürs Essen müssen sie was ausgeben. Wenn einer arbeitet, reicht das schon aus. Beide unemployed. Dementsprechend müssen sie sich hier am Marktstand des Zeugs kaufen, geben sie Geld aus. Aha. Woher das Geld kommt, weiß ich nicht. Wir müssen dann auch immer für Jobs sorgen. Haben wir doch aber. Wir haben hier fünf... Ach so, warte mal. Ja, wir müssten dann hier noch eine reinsetzen sozusagen. Will ich aber nicht. Die kommen dann hier rein in die Form. Und damit ist das Mädelsproblem gelöst. Warum jetzt offene Stellen sind, weiß ich nicht. Vor allem so viele. Wir haben jetzt auf einmal 35 offene Stellen. Bootyard. Achso, das ist allgemein eins, ja. Das wären dann schon 4. 5, 6, 7, 8, 9. Dann ist das richtig. 9. Hier nicht. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, wow, 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 19, 20, 21, 22 zähle ich. Wieder jetzt hier auf 38 kommt, weiß ich nicht. Vielleicht die Laborer, die alles hin und her transportieren müssten. Und wieso ist dann unemployed? Ach, das ist die Mutter.
Ja, es sind zwei Mütter, sind sozusagen direkt auf der Suche. Und offene Stellen haben wir 39 für Männer. Schwierig. Allerdings, wenn das hier fertig ist, hat sie auch einen Job. Dann können sie schon mal Geld einsparen, sozusagen für die Dürrezeit. Ja, klingt jetzt blöd, aber du weißt, wie ich es meine. Genauso. Richtig. Oh Mann. Oh Mann. Am Lagerfeuer sitzen jetzt immer weniger rum, ne? Hier wird wieder gebaut. Ich brauche mehr offene Stellen für Frauen. Alter, da musst du dir hier ja richtig Gedanken machen, wie du die in Arbeit kriegst. Wenn du hier jetzt eine Forstwirtschaft machst und exportierst nur Holz, haben die Mädels nichts zu tun. Außer guckst dann hier. Marketstall, nein. Dass hier keine Männer arbeiten. Oder Acker, nee, das ist eine Frau. Jawohl, das ist eine Frau. Oles, das ist ein Mann, raus da! Jawohl, Olena. Keine Frau sucht einen Job. Sie ist Lehrer. Ich dachte jetzt, sie ist Händlerin. Ach hier. Alles klar, damit kommt dann jetzt hier richtig Kohle rein. Zumindest bei meinen Siedlern, bei mir natürlich noch nicht. Das müssen wir irgendwie ein bisschen aufhalten. Beziehungsweise Income, Hausrent. Lokal Sales, Export 15,20, das ist lächerlich. Aber das wird, das wird. Da habe ich 60 bezahlt dorthin. Habe ich nochmal etliches bezahlt. Ja, gut, ist erstmal egal. Du hast noch nichts zu arbeiten, weil sie es hier noch nicht runtergeholt haben. Das ist richtig. Du hast noch nicht. Sind noch 10 Kühe. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Du hast einen Fetch raus da. Erst wenn du wieder nur noch 10 hast oder so. Ich dachte, der holt das jetzt hier relativ zügig, aber das könntest du ja mal knicken hier. Ja, wenn die Frauen wenigstens hier auch noch transportieren würden, muss ja nicht mit einem schweren Wagen sein. Wenn du nicht 10 Bretter mit dem Wagen schleppen kannst, kannst du aber auf jeden Fall ein Brett einzeln schleppen, musst halt 10 mal laufen, ne? Das wäre ein bisschen cooler. Aber ich weiß ja nicht, wie sich das dann insgesamt ausgeht. Einerseits, wie sie hier bauen, andererseits, wie sie hier das Weizen wirklich aufstapeln. Ich finde das so klasse. Ich könnte ja mit dir. Nee. Neue Felder bauen kann ich mit dir nicht. Ach nee, das ist Go-To-Pasteur. Du darfst also immer nur ein Feld bauen für 20 Kühe. Ja, sonst hätte ich dem jetzt hier nochmal ein neues Feld hingesetzt. Hätte dann später rübergezogen. Aber man könnte ja auch hier schon sagen, vorsichtshalber, damit ich es nachher nicht verbaue. Weißt du? Dass man hier wieder drei Heuballen. Ne, das war bei dem, ne? Genau. Eine Heubaracke. Noch eine Heubaracke. Kein Brunnen. Sollte reichen. Ich hoffe mal, dass, wenn da hinten irgendwas übrig ist, dass die das dann auch hier machen. Na, sieht einfach noch geil aus. Damit ziehen die hier alles runter. Wie sieht's denn aus? Habt ihr genug? Gar keine Leber. Boah. Eieiei, wir brauchen Bibels. 66, 22, 87 offene Stellen. Und davon sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, 20 ist da maximal begrenzt. Jetzt verstehe ich auch, warum der hier einen Begrenzer drin hat. Denn wenn auf einmal der Priorität hat zum Beispiel und der zieht 20 ab, dann hast du keine Laborer mehr, die hier rumspringen. Aber wie kriegst du das dann gestemmt, wenn die nur ab und zu mal Geld haben? Du musst ja dann richtig viele Laborer haben, die überall verteilt sind. Jawohl! Oh, hier siehst du es. Das finde ich so geil. Der dreht die Windmühle erstmal in den Wind. Aber das geht nur in eine Richtung, oder was? Die stand doch so. Ist egal. Mach dir keinen Kopf drum, mach dir keinen Kopf drum. Oh, hier siehst du auch, wie sie so richtig in der Hand haben. Da reinschleppen. Jawoll! Ich feier das. Wie viel hier reingeht, steht nicht, ne? Steht's hier? Help? Ist mir zu viel, hier stehen keine Zollen. Automatic Rotation up to 6 Slots. Ja. Haben wir schon mal gelesen, mehr aber auch nicht. Wie sieht's denn jetzt hier oben aus? Trading, kann ich endlich mal einen losjagen? Nee, kann ich nicht. Potatoes sind zu wenig da, holt er nicht. Macht er denn überhaupt noch was? Follow. Kort ist empty. Der macht was. Das sieht aus wie Fetch. Tatsache. 4. 16. Das sind die einzigen 4, jawohl. Follow. Age 39. Das heißt, die sterben ja irgendwann auch mal. Uiuiui. Quatsch, der bringt die dort, da stoppt ihr die richtig. Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal, wo er noch hinläuft. Auf einmal kann er arbeiten, ne? Ach, nee. Und warum ist die Karre dort? Warte mal, das heißt doch, wenn die hier hinten irgendwelche Karren brauchen. Ach, der wohnt da und jetzt ruht er sich aus. Das war so eine clevere Idee, die dort zu stapeln. Ja, ich hab's verstanden. Carport. Jetzt gehe ich natürlich ja nirgends mit dem Carport hin. Ja, doch. Gerade so. Rausquallen. Ist egal. Einen da rein. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir auf jeden Fall da hinten. Mann, Schwachkopf. Aber ich habe hier die Zwölbe hingestellt. Schon allein nur für den Umkreis. Werden wir sicherlich nicht brauchen, aber wenn ich hier rausbaue, vergesse ich es doch bestimmt auch wieder, dass ich hier einen Carport hinbaue. Wobei man das ja eigentlich gleich machen könnte. Hier so ein Carport-Ding hin. Überhaupt richtig rum? Jo, sieht so aus. Und sagen von dem hierhin, hierhin, hierhin und hierhin. Dann sind die besser verteilt und sagen den dann abreißen. Das muss ich jetzt natürlich beobachten und hier hinten wird schon weitergebaut. Map, 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 map. Was fehlt denn hier noch? Leute, Leute. 874, unemployed, unemployed. Nein! Macht euch auch Set. Ach, da ist er schon vorbei auf dem Feld. Wieso denn, wieso denn, wieso denn nur offene Jobs? Und wieso nehmen die nicht? Laborer, jawohl. Oh, da siehst du aber auch schön, wie es hochtickt hier. Wenn sie mal beide arbeiten gehen, das ist ja cool. Es war Zeit, dass hier hinten die ganzen Dinger fertig werden.
Wir haben eine Form fertig. Das heißt wieder vier größere Felder. So rum war das, ne? Bis auf 20. Den Eingang möchte ich da haben, jawohl. Dann baust du mir das nächste Feld. Wie wäre das, wenn man das... Was ist denn die maximale Größe? Too long. Oh, knapp. Dann bauen wir das andersrum. Dann bauen wir das so rum. Occupied. Bauen wir es hier hin. Nee, warte mal, ein bisschen runter. Bauen wir es so rum. Den Eingang möchte ich schon hier oben haben. Was? 42 wäre es. Warum ein 40er? Das war ein 20er. Dann haben wir ein 20er und ein 40er. 20, 40, 60, 20, 60. Weizen? Im nächsten Jahr, die hatten Weizen. Jawohl, ist doch richtig. In Manager einsetzen. Eine Frau, jawohl, 1, 2. Zwei, drei, vier, fünf. Kannst du langsam suchen, ist nicht so schlimm. Schaffen die das zu viert, ist mir egal. Nein, machen wir nicht. Wir haben einen Manager drinne. Weizen. Potato. Hemp. Und frei. Activate. Weizen, Potato, Hemp und Follow, Activate. Und jetzt brauchen wir noch ein 20er für hier. Das Licht brach. Dann haben wir in jedem Jahr... Gut, wir haben sowieso mehrere... mehrere Felder nachher. Sind die schon wieder weg oder kommen die gerade? Die hauen ab. Jawohl. Die haben erstmal auf jeden Fall was zu tun. Der auch. Komm, hier kannst du noch. Ach, wir haben noch gar keine Jobsucher. Dann lass die. Ne, schon richtig, das war ja so, ja so. Wir wollten ja jetzt hier noch ein neues Feld kreieren. In 20er. Für ist das 20? Ja. Sunflower. Hemp ging hier, ne? Der macht jetzt von Sunflower. Ist egal. Hemp. Follow. Er kriegt seinen Stall hier hin, seine Weide. Messenger vom... Machen wir Pause. Offers. Er will mir das verkaufen und er will Potatoes haben. Wie viele Potatoes haben wir? Wir können ihm 9,1 verkaufen. Damit kriegen wir wenigstens Geld rein. Ne, 20, 9 können wir verkaufen. Die, damit haben wir 72. Und wir könnten Eisen dafür kaufen. Wie viel Eisen haben wir noch?
Iron 3,82. Übrigens kannst du wieder raus aus der Smithy. 3 ist gar nichts und jawohl, hier ist auch schon das Ding komplett weg. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen, dass wir hier noch uns Eisen organisieren, bevor wir pleite gehen. Aber wenn der hierher kommt, ist es ja ideal. Deal, da sparen wir uns nämlich die Kosten, um die Typen dorthin zu schicken. Und dann können wir immer das verkaufen, was wir gerade da haben. Das ist gut, das ist sehr gut. Machen wir weiter. Dann sparen wir uns auch die Zeit. Im Moment machen wir trotzdem noch Minus. Aber es wird ja jetzt, ne? Wenn ab und zu mal einer hierher kommt, einmal im Jahr von jeder Seite, dann wird's ja. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Haben wir dieses Jahr kein Heu gemacht? Not a moving season. Vielleicht sollte ich auch die Baracken hier noch mit hinstellen. Dass die einfach zu weit sind. Eine reicht. 10 Heu reicht auf jeden Fall noch für nächstes Jahr. Uiuiui, mir schwor der Böses. Bitte, bitte, bitte nicht. Wir haben keine Kohle mehr. Gut, 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 gut. Ihr habt doch auch schon wieder alles. Aber wir haben immer noch nicht das drin, was ich eigentlich haben will. Haben wir jetzt hier einen zweiten drin, mal kurzzeitig hier mal. Das heißt, wir haben hier Fisch. Wir haben hier... Ah, 4,0, da packt er dann wirklich 4 rein. Wir haben hier 0,1 Fisch. Na, na, na. Wenn sie reich genug sind hier, die Leute, können wir denen auch mehr abknüpfen an Mieter. Aber solange die hier... das langsam steigt, das wird blöd. Sonst haben die keine Kohle. Wir brauchen auch die Jobs für die... Und schon irgendwie ein bisschen austarieren. Wenn das so macht, hält sich die Waage? Nö, geht hoch. Unemployed, Farm, geht hoch. Reicht, wenn einer arbeiten geht. Das hier rattert trotzdem noch runter. Immer weniger. Was ist schon? Es wird schon. Da waren wir schon bei 500, 400, 500, ne? Pro Jahr. Es wird. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier mal wieder, ne? Du weißt schon, mal ein bisschen Gas rausnehmen. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und Krzyzikowski.